Hallo liebe Kitesurf-Freunde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr eure ersten Transition Jumps meistern könnt oder wenn ihr schon damit angefangen habt, eure Technik verbessern könntet. Die erste Technik ist relativ simpel, da lassen wir uns mit relativ wenig Speed aus dem Wasser ziehen und der Hauptfokus ist auf der Barbewegung und dem Kite. Und wenn das läuft, dann gehen wir mit ein bisschen mehr Speed rein bei der zweiten Technik und arbeiten mit einem aktiven Pop, also einem aktiven nach hinten Kicken des Boards. Das ist technisch dann aber ein bisschen schwieriger. Wie die zwei verschiedenen Techniken aussehen und funktionieren, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Los geht's! Also bei der Technik Nummer 1, die etwas einfachere Technik, schauen wir, dass wir uns am Ende mehr und mehr ankanten, also Geschwindigkeit verringern. Dann geben wir diesen Hochlenkimpuls, den wir aus der Sprungtechnik schon kennen, dieses 1, geben die Bar ein bisschen nach 2 und dann kanten wir noch mehr an, brauchen noch mehr Druck auf das Brett, dass wir am Ende kaum noch Geschwindigkeit in die alte Richtung haben. Dann ziehen wir die Bar ran, halten den Schirm den Moment auf 12 und geben ihn dann in den letzten Moment relativ impulsiv in die neue Fahrtrichtung wieder runter. Komm mit Medium Speed angefahren, gebe jetzt hier diesen Hochlenkimpuls, kante mich noch härter an, dass ich fast abbremse. Dann ziehe ich die Bar ran und lenke ihn relativ impulsiv in die Neurichtung wieder runter. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch mit Kite einmal an. Ich lenke in Richtung 12, kante noch härter an. Und jetzt, wenn ich am höchsten Punkt bin, sollte der Schirm noch sauber über mir sein, dass ich ihn jetzt am Ende, wenn ich wieder runterkomme, relativ impulsiv in die Powerzone nach unten lenken kann. Die Technik Nummer 2, die wir uns jetzt anschauen, ist wie schon gesagt ein bisschen schwieriger. Der Ablauf an der Bar ist genau derselbe wie bei der ersten Technik. Nur kommen wir jetzt mit mehr Geschwindigkeit angefahren, mehr Energie auf dem Brett, mehr Spannung im Core. Und anstatt dass wir uns dann progressiv am Ende immer mehr abbremsen, nehmen wir den Speed mit rein. Und ganz am Ende, wenn wir die Bar ranziehen, dann kommt ein aktiver Kick nach hinten mit dem Brett, dass wir die Energie von der Fahrtrichtung nach hinten wegkicken. Und dieser aktive Pop nach hinten, der ist technisch ein bisschen schwieriger, da braucht man einige Wiederholungen. Wenn ihr dann in der Luft seid, ist es wieder genau dasselbe, ihr wartet, bis ihr am höchsten Punkt seid und wenn ihr dann wieder runterkommt, dann lenkt ihr den Schirm relativ impulsiv in die neue Richtung wieder rüber. Also ich komme mit ordentlich Speed und Energie angefahren, lenkt den Schirm hoch, gebt die Bar nach und jetzt ganz am Ende, das ist der tricky Part bei der Technik, muss ich das Brett aktiv nach hinten wegkicken, hier. Halt den Schirm auf 12 und lenke ihn dann relativ impulsiv in die neue Richtung wieder runter. Auch die zweite Technik schauen wir uns jetzt mit Kite einmal an. Ich lenke in Richtung 12, gebe dann diesen aktiven Kick nach hinten mit dem Board. Und wenn ihr am höchsten Punkt seid, soll der Schirm noch fast über euch sein, sodass, wenn ihr dann runterkommt, ihn relativ impulsiv wieder nach vorne durch die Powerzone lenken könnt, um mit Geschwindigkeit weiterzufahren und nicht absaufen bei der Landung. Bei den Transition Jumps gibt es zwei ganz typische Hauptfehler, die mir immer wieder bei meinen Kiteschülern auffallen, wenn ich mit denen auf dem Wasser trainiere. Der erste ist, dass man noch zu weit in die alte Richtung weiterfliegt, also weiterpendelt und wenn man dann landet, dass man dann absäuft, weil man nicht mehr genug Energie für die neue Richtung aufbauen kann, um kontrolliert weiterzufahren. Wie dieser Fehler aussieht, schauen wir uns jetzt im nächsten Video zusammen an. Also ich komme wieder mit Medium Speed angefahren, lenke den Schirm hoch, gebe die Bar nach und jetzt habe ich mich aber nicht genug abgebremst, sodass ich noch zu weit in die alte Richtung weiterfliege und dann seht ihr, saufe ich bei der Landung einfach ab. Der zweite typische Fehler bei den Transition Jumps ist, dass man den Schirm zu früh in die neue Richtung rüberlenkt. Ihr seid also am höchsten Punkt, habt den Schirm dann aber nicht mehr ungefähr über euch, sondern schon zu weit auf der anderen Seite. Das Problem dabei ist dann, dass der Schirm nicht mehr genug Energie nach vorne entwickeln kann, dass ihr kontrolliert weiterfahrt und das Resultat ist wie beim ersten Fehler auch, dass ihr bei der Landung dann einfach absauft. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt aus der Distanz ein bisschen an, dass ihr den Kite auch mit drauf habt. Ich komme wieder angefahren, lenke den Schirm Richtung 12, gebe jetzt hier einen guten Kick nach hinten mit dem Brett, aber lenke den Schirm jetzt hier am höchsten Punkt schon zu früh in die neue Fahrtrichtung rüber. Sehr zaghaft und dadurch kann der Schirm nicht genug Energie und Power nach vorne entwickeln, dass ich kontrolliert weiterfahre und sauft deshalb bei der Landung ab. Um das Ganze abzurunden, schauen wir uns jetzt diese beiden Grundtechniken des Transition Jumps auch nochmal auf die linke Seite zusammen an.
Also bei der Technik Nummer 1 schaue ich, dass ich mich am Ende härter abbremse, indem ich noch mehr ankante und konzentriere mich dann voll und ganz auf die saubere Barbewegung, dass ich hier sauber auf 12 bleibe und erst ganz am Ende relativ impulsiv den Schirm wieder runterlenke. Wenn jetzt die Barbewegung optimiert ist, dann gehe ich mit mehr Speed rein, gebe jetzt hier diesen impulsiven Pop, warte einen Moment und lenke dann am Ende den Schirm impulsiv in die neue Richtung wieder runter. Wenn ihr jetzt die beiden Techniken für den Transition Jump gemeistert habt und genau wisst, was ihr da tut, dann könnt ihr anfangen, ein bisschen Variation, ein bisschen Style reinzubringen. Ich zeige euch jetzt in dem letzten Video noch einen Nose Grab, wo ich die vordere Hand loslasse. Das ist der einfachste Grab für den Transition Jump, weil die hintere Hand an der Bar bleibt. Die braucht ihr ja nachher, um den Schirm wieder in die neue Fahrtrichtung runterzulenken. Ich hoffe, euch hat das Video zu den Transition Jumps gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr jetzt ein bisschen eine Ahnung habt und das nächste Mal auf dem Wasser die Sachen auch schon trainieren könnt und mit den Tipps ein bisschen weiterkommt mit eurer Technik. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare unten rein. Auch wenn ihr Feedback für mich habt, was die Tipps und die Videos angeht, freue ich mich auch immer riesig von euch zu hören. Ansonsten wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, abonniert den gerne, wird hier drüben gleich wieder eingelinkt. Vielen Dank dafür schon mal. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sende ganz schöne sonnige Grüße aus El Guna, euer Wilko. Ciao!